Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir wollen jetzt mal in den Dungeon hier gehen, damit wir endlich mal die 50.000 voll kriegen. Der eine König, der uns einfach mehr kein Geld mehr geben will, lässt uns einfach hier jetzt im Stich. Wir müssen jetzt die 50.000 auf anderen Wege voll kriegen. Dann gehen wir jetzt hier Dungeons durch. In der Hoffnung, dass wir die 50 doch noch. Ach nö, ausgerechnet jetzt? Zombie. Hat mir jetzt auch gefehlt, ey. Jetzt bin ich diseased. Jetzt bin ich vergiftet oder verflucht oder was weiß ich was. Und du lieber Sitte. Und da haben wir auch noch eine Tür. So doof, dass ich jetzt nicht zwischengespeichert habe. So, nördlichste Wand. Das heißt, wir können schon diesen Dungeon hier begrenzen. Scheint aber diesmal ein etwas größerer Dungeons. So, was wird das? 10 Gold Pieces. Dagger und Buckler, nehmen wir erstmal. Magier. Ja, okay, hier unten jetzt gar nichts gepasst. Aufgehen musst du. Als Wort. Geht's nicht weiter? Hier geht's auch nicht. Ah, westlichster Rand. Und der westlichste Rand. Oh, hier ist noch ein. Digga, wo kommen ihr? Alter! Bauen die genau vor mir. Nothing. Und nothing. War uns aber. Gibt's hier kein Gold? Echt. Bauen aber auch echt häufig in letzter Zeit. Also ich meine jetzt nicht die Minotauren, sondern die Gegner an sich. Im aktuellen ist sehr hohe Spawnrate. Auch nichts. Natürlich! Schön, wenn es dann aber auch hier von Level Up wieder steigen könnte, würde. Ah, da haben wir Gold. Immerhin. Und ein Potion. Potion. Der hat nichts. Und der hat einen Stein. Nehmen wir den. Bin mittlerweile egal, was wir mitnehmen. Alles, was wertvoller erscheint, nehmen wir auf jeden Fall mit. Behaupte, wir haben erstmal die Taschen voll. Nee, da gehen wir noch nicht. Nur wieder zurück. Dann gehen wir mal hier rum. Noch ein Sabber. Wo nicht weiter?
Ja, aber darum. Was? Schattenhelm. Weiß schon, was wir wegschmeißen. Kyras. Droppen wir mal. Steel Powder. Dann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Stäbe wert sind. Dagger ist auf jeden Fall nichts wert. Ja. Das müsste erstmal. Boah, ich habe jetzt voll erschrocken wegen dem Drop von uns. Warte, ne. Nichts. Ja, da war auch die Ausgabe. Gibt's auch nichts. Ja, aber was vergessen. Unten. Ich hoffe nur, wenn wir jetzt nach Heaven zurückkommen, wir dann immerhin gleich wieder einen Auftrag kriegen. Oder dass wir die 50.000 voll. Wäre mir sogar viel lieber als jetzt noch neu. Weil dann können wir auch auf jeden Fall. Willst du denn? So, 40 Gold. Ja, back. Ist definitiv nicht mehr wert als das. Elfenhelm, den nehmen wir mit. Das gibt nämlich Kohle. Ah, hier haben wir wieder was. Und Silver Longs. Den Buckler lassen wir. Natürlich ist hier nichts. Oh, aber geht doch ein bisschen weit nach Westen. Ne, Osten, Entschuldigung, Osten hier. Gibt es auch noch ein bisschen was zu erkunden. Wiederholt sich das jetzt hier gerade? Mir so vor. Boah. Boah. Ich glaube, hinter mir ist noch einer. Alter, da ist ja noch einer. Liegen bleiben, Rotzwort. Ach nö.
tauschen mit, und mit Tree Longsword? Ja. Wir müssen eben hier ein paar Dinger wegschmeißen. Sagen den Buckler droppen wir mal. Stäbe können wir auch. Ich glaube nicht, dass die viel. Nein, nicht den Tower. Nein. Droppen. Ja. Wo haben wir jetzt? Liegen bleiben. Okay, hier haben wir wieder Rand erreicht. Ja, okay, gegen Orks habe ich nichts. Irgendwo ist noch einer. Den höre ich auf jeden Fall. Den tue ich nicht. Gleich geht. In der Tür? Ich dann nur. Oh, hier geht's weiter runter. Unsere Taschen sind eh voll. Das heißt, wir können eigentlich wieder zurück. Die Dinger verkaufen, die wir jetzt auf Tasche haben. Und hier gerade attackiert. Healing. Ja. Healing. Und noch einmal. Ja, kann doch nichts sein. Und das. Soll das ein Teppich sein? Hier jetzt. Lang. Sollte das Geld nicht ausreichen, können wir ja hier nochmal hin. Wäre doch lohnenswerter zu. Ja? Wenn ich zumindest wüsste, wie der da hinten kommt. Dann noch ein bisschen nach Süden. Und wir gehen hier auch einmal rein. Ja. Schätze. Anna. Oh, den können wir nicht mitnehmen. Dann lassen wir den. Hier langsam. Genau. Links und dann rechts. Auch super. Hä? Ja, okay. Wir gehen raus. So, das heißt für uns jetzt erstmal aber wieder nach Süden. Wenn hier irgendwo ein Boot ist, das sah nach einem Boot aus. Haben wir ein Boot. Süden. Oh, ein Tempel. Hä? Was ist denn das? Ich würde sagen, hier machen wir kurz ein Save Game.
Machen wir den mal auf die 3. You enter the Brotherhood of Mercy and a cool fall breeze follows you into the hallowed halls. You can hear chanting in the distance. Das ist ein normaler Tempel? Sieht aus wie ein normaler Tempel. So, cool. Ja, du siehst genau. Mach. So. Ein normaler Tempel. Aber das, was da vorne hing, das war nicht das normale Banner, was bei denen vorne liegt. Das hier. So, dann schauen wir mal. Süden müsste irgendwo die Stadt sein. Gehen wir da nochmal. Wir gehen die Brücke entlang. Und dann wieder Richtung Süden. Nicht, dass wir uns jetzt hier verlaufen und die Stadt nicht mehr finden. Das wäre jetzt nämlich echt doof, wenn wir die Stadt nicht mehr finden würden. Fehler hier? Kaum. Ja, okay, im Grunde sind das hier auch nur Pixel. Gewaltige Pixel. Du da. Kannst du mir sagen, wo ist Alice? Ich glaube. That's in the city. Ja, und wo ist die Stadt? Work. That's in the city. Ja, wo ist die City? Hin. I have no idea trying asking in town. Ja, wo ist es? Major's Guild. That's in the City. Danke. Equipment Store. Try asking in town. Oh, du bist nichts zu gebrauchen, ey. Wir hätten aber schon längst die Stadt erreicht haben müssen. Ich versuche mal so. Ah! Okay, so kommt man in die Stadt. Okay. Dann suchen wir mal ganz schnell einen Händler. Frag mich auch, warum ich immer Richtung Norden zuerst gehe. Hier in Haven. Dann hoffen wir mal, dass wir aber das ganze Zeug da jetzt mal gut verkauft kriegen, dass wir zumindest auf 50.000 kommen. Ich will den eben jetzt harnisch haben. Und vielleicht von diesen Potions ist vielleicht auch etwas Wertvolles mit bei. Okay, bis zum Halbmond und dann Richtung Westen. Ja, gerade ich bin schon auf dem Weg Richtung Westen. Ja. Müsste das schon hier sein. Entweder ist das der Halbmond, das ist der Halbmond. Müssen wir hier rein. Wenn wir bei Karonis hier die Dinger machen. Okay, das war doch Karonis. Karonin, genau. Dann schauen wir mal,
Was wir dafür kriegen. Haben wir das? Daytime, genau. 15 Gold. Hier noch ein Plattenhelm. 1185, immerhin. Vielleicht haben wir gleich sogar schon die 600, ja. Wolfsburg, genau. 5 Gold. Boah, der hat genug. Den Sabah hier auch noch. 6 Gold, wow. Noch ein Sabah. Nochmal 6 Gold. Warte. War das das? Über Longboard. 56. Ja. Aber das mit Deal müsste 562. Ich nicht mehr geholt da? Auch schon von mir. Warte. Anscheinend ja nicht. Okay. Den können wir uns noch nicht leisten. 3000 Gold. Wie viel tragen wir jetzt? 86. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal mit dem Großkotzkönig. Vielleicht hat er jetzt wieder mal einen Auftrag für uns. Ich wäre jetzt wirklich gerne schon mit der Story weitergegangen. Aber ich krieg's jetzt gerade irgendwie fast gar nicht hin, die 3000 Gold jetzt aufzutreiben. Immerhin haben wir ein bisschen was gefunden gehabt zum Verkaufen, aber... ja, hatte nicht gereicht. Aber trotzdem, hier einmal nach. Hier, König Sildrum, der muss uns jetzt was abgeben hier. Der muss Arbeit haben. So. Tell me, young lord, are you in our fair city state for business or pleasure? Ah, der hat keine Arbeit. Ich schau mal vielleicht in der Stadt, wie viel wir dafür Quests an Gold kriegen. Vielleicht wissen die was von irgendwelche Arbeit. Hallo, stehen geblieben. Rumors. Borg. Du hast so bestimmt. I wasn't told any details, but there was a slightly impatient individual called Destinia of South Point here earlier. Looking for someone to help out with an ad job. You out to check the taverns in the southwest. Okay. Südwesten. Ab zu den Tavernen da. Weiter Richtung Süden und dann fliegen wir der einen Job zumindest, das oder ein paar Jobs, dass wir dann die 3000 vollständig haben. Hier, du. Du musst doch bestimmt was über Arbeit gehört haben. Auch West of here. Hat das Silver Gull. Silbergall haben wir doch schon gesehen, ja. Kennen wir doch schon, oder? Silbergall macht hier irgendwo sein. Ja, die Chest haben wir da. Dann sag mir mal, von den Inns, wo ist denn der Silbergall? Silbergall. Perfekt.
Ja, okay. Hier ist es. Hier haben wir die Quest. So, werter Herr, du hast bestimmt eine Aufgabe für mich. So. You're about to go to the bar when a slightly impatient individual called Desnia of Southpoint calls you to a table. They tell me you're called Maxtius. If you're as tough as you look, I know a way for you to get a quick 304 gold pieces. This gold ingot was supposed to be at the Mage's Guild yesterday. And if it war okay, zum Magiergilde machen wir. Ja. Magiergilde geht ganz schnell. 300 Gold. Ich hätte gerne da eine Null mehr hinter, aber können wir jetzt kaum was machen. So, Magiergilde. Wo haben wir die Magiergilde? Müsste die. Komm, ich stecke hier fest. Wie holen wir das ab? Und hoffen wir mal, dass wir hier die 50.000 jetzt noch ganz schnell hinkriegen. Da dahin. Die sind geradeaus. Ist ja meistens der Stern. Genau, da ist es schon. Das ist die richtige Magiergilde, wo wir hin müssen. Hier ist niemand. Oh, niemand. Hä? Okay, wo muss ich hin? Ah, hier geht's weiter. Ja, okay. Hatten wir den auch nicht schon mal gehabt? Oh, hier. Ah, ja, mein. Der falsche Magier. Also auch falsche Magiergilde. Wieder zurück. Wäre schön gewesen, wäre das direkt der richtige. Suchen wir mal die nächste Tür. Und hier ist keine. Hier ist aber nochmal eine Tür. Muss es der hier sein? Ja, es sieht genauso aus wie vorhin. Sieht wahrscheinlich genauso aus. Und hier rein. Ja, hier sind 304 Gold. Nice. Mal gucken, was der so im Angebot hat an Magic Items. Ebony Bracelet. Haben wir den schon? Warte mal. Wo haben wir das? Belt. Racers. Wir haben aber kein Bracelet, ne? Wir haben jetzt kein Bracelet. Ebony Bracelet. 25.000. Warte mal. Muss ich aber schauen. Wo habe ich das hier?
Steck in der Bredouille. Ich stecke jetzt in der Bredouille. Wir müssen hier den hier auch noch holen. Weil der, den ich haben wollte, den gab es noch nicht. Das heißt, wir stecken hier noch ein Weilchen fest. Aber ich würde sagen, dann Reaper Gold reichen wir jetzt erstmal. Sehen zu, dass wir vielleicht in eine andere Stadt gehen oder so und da erstmal ein bisschen Geld verdienen oder vielleicht nach Elsweyer fahren, da ein bisschen Geld verdienen und uns dann wieder auf dem Weg hierhin machen und dann hier die Bracelets holen und da hinten den Kyras. Aber für diese Folge war es das. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.